Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2. Das letzte Mal, dass ich das gesagt habe, ist viel zu lang her. Wir sind auf der normalen 107-Linie-Map von der NF6D, weil wer einen Stream gesehen hat, der weiß, dass ich OMSI halt komplett neu habe und keine Addons mehr. Ich habe mir Hamburg und das Tram-Addon geholt mit der NF6D. Und ja, wir fangen ganz normal die NF6D auf der 107, so wie sie gehört, so wie man sie bekommt. Nur halt ist das Ding, dass ich zum ersten Mal hier diesen Sensor bemerke und zweitens wie eine Doppeltraktion fahren, die irgendwie ein bisschen komisch gespawnt ist. Nämlich so. Das wird sich zwar eh gleich fixen, weil der Teil sowieso auf der Schiene gleich kommt, aber trotzdem. Ist trotzdem komisch. So. Blitz. So. Easy. Alter, ich bin das lang nicht mehr gefahren. Die Tür. Ah. Dann jetzt hat sich's glaube ich eh gefixt. Ja. So, easy. Also wir müssen erstmal zum Hauptbahnhof fahren. Ja, halt, ich denke mal, dass ich den Part jetzt hier kurz überspringe und ja, wir sehen uns halt gleich beim Hauptbahnhof. So, wir sind beim Hauptbahnhof im Übrigen kurz angekommen. So. Problem ist, wir haben hier eine Wendeschleife, die sieht nicht gesund aus und das werde ich euch auch zeigen. Warum das nicht gesund aussieht. Und zwar, ich kann glaube ich nicht weit, okay doch. Und zwar sieht, glaube ich, das hier nicht sehr gesund aus. So, wir fahren, Alter, ist das Spiel flüssig, die 10700 auf der Route 2. Und das war falsch, nice. Route 1, Abzweigung Katernberg. Um 35 gibt es frühere... Eine Stunde früher. Zwei Stunden früher. Ach du Scheiße, es ist dunkel. Mama, nein. Mama, einfach mal 30. Heinrich König Platz. Ausstieg rechts. Ja, chillig, wer gefragt. Ey, bleibst du stehen? Ja, jetzt haben wir eine Dreier-Traktion. Easy. Wartet. So, das Thumbnail.
Wartet. Bekommen wir ein besseres hin? So, und gib ihm. Immer beachten, wir haben ein Fahrzeug mit Überlänge. Obwohl, geht sich sogar aus. So, Ü für Spiegel. Ich glaube, der Spiegel fährt von selber ein. Ah, macht wirklich. Heinrich König Platz. Ausstieg rechts. Der kurz mit 100. Chillig. Und Türvorwahl ändern. Der mit 70 in die Station. Und jetzt bekommen wir eine geschossen, weil wir viel zu schnell sind, oder? Ja. Kurzzug. Easy. Musiktheater Gelsenkirchen. 20,5. Fick dich. Das Ding will mir direkt eine reinknallen. Die Kurve ist auch nicht so geil. Warte mal. Nee? Also, nee, hat die gepasst.
Overwegstraße. Gutes Verkehrssystem übrigens. Die fahren sich einfach die ganze Zeit rein, Digga. Wir haben Überlänge, ne? Ja, wir stehen sowieso in der Kreuzung. Hey! Piss dich! Digga, 750 Volt, Digga. Ah, egal. Oh, Digga, geil. Ja, Trennstelle. Also, das Ampelsystem ist. Ey, das Ampelsystem ist für den Arsch. Genauso wie die Autofahrer am Arsch sind. Der Imagine hier mit dem AEG Oldtimer, Digga, das wäre geil. Den muss ich auch zurückholen, Digga, der war geil. Vollidiot.
Digga, diese Logik. Straßenbahner grün, die am Rot. Digga, diese Bremse. Auf das Rot scheißen wir mal, weil sonst kommen wir hier nicht weiter. Benutzen die überhaupt den hinteren Teil? Ja. Aber nur zwei Leute irgendwie. Komm, Abfahrtssignal und gib ihm. Hans-Böckler-Allee. Das Ding ist so eine Überlänge, ne? Es gibt ja auch noch eine Long-Version, wo halt zwei von den mittleren Teilen mehr sind, also fünf Teile insgesamt. Und hier sind sie ja insgesamt sechs. Also der Haltestellenabstand, der gibt halt gar keinen Sinn. Fürstinnenstraße. Und weiter geht's. So. Oh shit, Digga, jetzt kommt das geile Abschnittteil. Ich glaube, wir machen die wieder raus, weil die ist gefährlich. Da fährt das Ding 100. Grün!
Der 2,5 Minuten Verspätung. Okay, das war wirklich eine Notbremsung, die nötig war. Ja, Mann, Straße blockieren, easy. Jetzt haben wir eh nicht mehr lang. Ich glaube, 3 Stationen sind es noch. Warte. Achso, da stehen manche nicht mehr drauf. Ja, chillig. Katernberger Markt. Hui, das war ein bisschen schnell. Digga. So, Zollverein Bahnhof und dann sind wir Endhaltestelle. Ja, fick dich. Der, ihr könnt mich am Arsch lecken.
Glück kann man die Türfreigabe Sperre überbrücken mit einem Schalter. So, Abzweck Kartenberg, rein da. Scheiß auf die Ampel. Okay, lang genug auf jeden Fall, um die ganze Schleife auszufüllen. Bäm, so. Ich hätte gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Der schildert jetzt schon um, obwohl wir da nicht zurückfahren werden. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge, mal gucken, was kommt. Ich muss jetzt erstmal ins Omsi-Game wieder reinkommen. Vielleicht beim nächsten Mal gechillte Runde Elektrobus. Das weiß ich nicht. Den muss ich nämlich auch noch runterladen. Also halt meinen eigenen, wer das bis jetzt immer noch nicht weiß. Ich habe mir selber mal einen zusammengestellt mit Sounds, damit das Ding halbwegs vernünftig ist. Mittlerweile bin ich der Meinung, dass Elektro scheiße ist, aber halt bei dem Solaris ist es halt immer noch scheißegal irgendwie. Aber ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein und tschüss.